kurzes Vorwort. Pizza sieht gut aus, ist auch relativ gut gelungen, aber wer perfekte Pizzas Video sehen will, der braucht nicht bei mir gucken, der muss woanders schauen. Ja, genau. Aber jetzt ab mit dem Video. So, meine Lieben, da ist jetzt der Bildausschnitt ein bisschen zu klein, deswegen fahre ich hier kurz mal rüber. Da drüben habe ich einen Pizzakäse und einen Mozzarella, Pizzaioli, Schinken, Salami, Mais, Pizzasauce, ein paar Zwiebeln, Ananas, Bacon, ein Emmentaler noch und natürlich den Pizzateig. Und jetzt werden wir erstmal hier ausknobeln, wer den Pizzateig zu einer Pizza verarbeitet. Da hinten heizt der Pizza-Ferrari schon vor und ja, hier legen wir jetzt mal los. So, dann schauen wir mal in Iffel zu. Da hast ja. Er möchte es probieren. Ich habe keinen Plan. Da drüben habe ich noch einen Schaber hergerichtet. Ja, dadurch, dass die Planung alles anders war jetzt, gell? Wie fühlt das sich an? Gut. Ja, das waren die Zwiebeln. Das ging in die Hose. Die schönen Zwiebeln. Können wir nochmal abspülen. Aber nur die Hälfte. Dann tun wir mal Zwiebeln waschen. Ah, ich habe das Handtuch nicht unter dem Brett dieses Mal drunter, gell? Ja. Ah, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. So, aber nicht wieder runterschmeißen. Das ist eine zähe Geschichte. Mach nochmal ein Knödel, lass mir die Pizza ausbreiten. Also aus mir wird kein Giovanni. Nee, aus mir wahrscheinlich auch nie. Schauen wir mal, dass wir aus dem Teig noch mal was hinkriegen. Warum werden meine Pizza-Videos immer so chaotisch? Ich glaube, aus dem Bollerteig machen wir was anderes. Nehmen wir mal einen frischen raus. Ja, der sieht schon besser aus. Und macht gerade eine Liaison mit dem Brett. Hm? Der macht eine Liaison mit dem Brett. Der vereinigt sich. Zu wenig Mehl. Also Pizza muss ich definitiv noch sehr viel üben. Vielleicht war der Pizzateig auch jetzt zu lange in der Dose drin. Wenn ich Pizza mache, soll es ja auch Spaß machen. Okay.
Leute, ich hasse Pizza machen. Ja, aber es ist noch kein Großmeister vom Himmel gefallen. So, ein bisschen ziehen, ein bisschen zehren. So, dann tun wir ein bisschen Pizzasoße drauf. Auf die kommt nur der Emmentaler, gell? Mhm. Viel wenig Mittel. Viel. Und was noch? Zwiebeln, Schinken, Salami. Zwiebeln, Schinken, Salami. Und natürlich noch ein bisschen Bacon, da frage ich jetzt gar nicht, den haue ich jetzt einfach drauf. So. Noch ein bisschen was von dem Käse oben drüber. Dann fangen wir mit unserem geteilten Pizzaschieber an. Also ich finde das geteilte Teil irgendwie schon geil. Oh, irgendwie habe ich heute Chaos, ich weiß auch nicht. Okay, halt, ich muss noch die Klemme umstellen. So, dann habe ich jetzt komplett auf 3 hochgedreht, dann wollen wir mal. Na komm schon. So, dann gucken wir mal, wie lange die Pizza dauert. Ja, sie wird. Ja, ein klein bisschen noch. Drehen wir sie einmal. Und? Ja, ja. Gut so, das soll noch ein bisschen. Ja, ist ja gut aus. Schaut gut aus. Dann holen wir die Pizza heraus. Ja, so schlecht sieht sie doch wirklich nicht aus. Und die darf der Iffel jetzt verspeisen. Probierbeleg gibt es dann von meiner Pizza. Bitteschön. Dankeschön. Pizzaofen dabei wieder zurückdrehen. Ich habe hier jetzt den Teig von vorher noch mit einem anderen schnell zusammengeknetet und bin gerade dabei, jetzt hier für mich die Pizza auszubreiten. So, schauen wir mal, wie ich die hinkriege. Aber da bin ich vielleicht etwas schlauer und schmeiße sie jetzt direkt auf das Blechle drauf.
Aber Leute, irgendwann werde ich das auch perfekt hinbekommen. Und ihr wisst ja, meine Videos sollen ja Unterhaltung dienen. Und ich denke, das dienen die Pizza-Videos allemal. Na. Ich mache mir jetzt einfach eine Pizza kunterbunt. Oh, passt gerade drauf. Ja, Bäh, wie kann er nur? Er haut Ananas auch noch mit drauf. Jawohl. Ich mache jetzt gerade mit Absicht. Dann haue ich noch ein paar Zwiebeln drauf, noch ein bisschen Bacon. Wie schmeckt sie? Sehr gut. Mein Haar fummel ich hier wieder raus. Und zu heiß. Bitte? Und noch zu heiß. Zu heiß? Okay. Und einfach nochmal oben eine Portion Käse drüber und fertig. Ist meine persönliche Pizza kunterbunt. So, ab in den Pizzaofen, wieder aufgedreht. Da komme ich wohl euch rüber. Irgendwie ist mein Stativ auch schon ziemlich weiß geworden. Deckel zu, backen. Machen wir kurzes Guckerle. Ja, wird. Ja. Also ich vermute wirklich, dass jetzt der Pizzateig einfach zu lange im Kühlschrank war. Herausgenommen habe ihn ja rechtzeitig. Naja, ich weiß gar nicht mehr, ob ich den Freitag habe ich den, glaube ich, gemacht. Heute ist Montag. Aber wegschmeißen wollte ich ihn auch nicht. Mal schauen, ich habe noch die Hälfte vom Pizzateig in der Gefriere draußen. Ich denke mal, das mache ich jetzt dann. Dieses Wochenende, kommende Wochenende, dass ich da auch noch ja, so zwei Pizzas oder so machen werde. So, drehen wir mal. So. Ich würde sagen, die sieht gut aus. Definitiv und ja, die probiere ich jetzt. So, noch ein klein bisschen Pizzaioli drüber. Jawohl. Oh, ich habe doch da einen Pizzaschneider bekommen. Den probiere ich jetzt gleich mal aus. Aha.
Der ist vom Moesta und war eben auch in der Kiste mit dabei. Ah ja, okay, dann kann man das Radl so rausnehmen. Gut. Der liegt sehr gut in der Hand, muss ich sagen. Gefällt mir. So. Kurz noch abkühlen lassen. Warum habe ich bloß das Gefühl, dass ich mir gleich sakre Stikosch verbrennen werde? Boden auf alle Fälle schon mal ganz gut. Sieht unten auch gut aus. Ja. Eine Hammerkreation. Alles einfach wild auf die Pizza drauf kauen. Aber ist lecker. Ich denke, die Pizza ist so klein, da machen wir gleich noch welche. Und das seht ihr dann ja im Schnelldurchlauf, ohne viel Gequatsche, zack, 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 bumm, Pizza fertig. So machen wir das jetzt. Die sie jetzt vergessen. Ja, einmal noch ganz kurz drehen, dass die Seite auch noch ein bisschen mehr Farbe kriegt. Das eindeutig durch den geschlossenen Ring im Deckel. Schauen wir mal. Ja gut, das reicht, das reicht, das reicht. Die Hawaii-Pizza kriegt jetzt noch mal der Iffel. Und wir sehen uns gleich vor der Cam. Huh, Leute, ich sag's euch, mir hat jetzt das Stückle Pizza vollkommen erst einmal ausgereicht. Ich habe noch so einen kleinen Fladen übrig, den mache ich mir entweder heute Nacht noch oder morgen. Ich pack's heute einfach nicht mehr, deswegen waren es jetzt nur 3 Pizzas im Video, muss reichen erst einmal. Wenn ich das Wochenende noch die anderen Pizzas machen sollte, wovon ich schwer ausgehe, dann seht ihr das natürlich auch wieder. Ja, ansonsten, wie es am Anfang im Vorwort gesagt hat, habe, wer ordentliche Pizza-Videos sehen will, der muss ZB bei Waldis Pizza-Kanal nachgucken, von dem ich auch das Teigrezept hatte. Ich mache es bloß spaßeshalber, weil es mir Spaß macht, weil es gut schmeckt und das ist das Wichtigste. Jetzt habe ich es die ganze Zeit mit der Versprecherei. Egal, ich lasse jetzt alles so drin. Schmecken muss es, das ist das Wichtigste. Egal, wie sie aussehen. Ja gut, ein bisschen appetitlich sollten sie aussehen. Das haben sie ja. Und ja, somit ist alles gut und hervorragend. Und ich sage mal, Tschaikowski, wir sehen uns dann
ja, in der nächsten Runde. Ciao. Iffel, du bist zufrieden? Ja. Gut.